Ich begrüße Sie herzlich im Namen des Exzellenzclusters die Herausbildung normativer Ordnung und zugleich im Namen seiner beiden Direktoren, Professor Klaus Günther und Professor Rainer Forst, die sich beide leider heute entschuldigen müssen, zur Auftaktveranstaltung der neuen Kinoreihe Verkehrte Welten, Unordnungen im Film. Wir sind zum dritten Mal inzwischen mit diesem Format im Museum für moderne Kunst und wir freuen uns sehr über den Zuspruch, dass Sie heute auch schon wieder in großer Zahl erschienen sind. Ganz herzlich bedanken möchte sich der Exzellenzcluster an dieser Stelle bei Angela Keppler und Martin Seel, die diese Reihe, wie auch die beiden vorangegangenen Reihen Gesetz und Gewalt im Kino in 2014 und Verbrechen und Strafe im Kino 2015 überhaupt erst möglich gemacht haben und organisiert haben. Angela Keppler ist Professorin für Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Mannheim und zu unserem großen Glück assoziiertes Mitglied des Exzellenzclusters. Martin Seel, Philosophieprofessor an der Goethe-Universität, ist Gründungsmitglied unseres Forschungsverbundes. Diese Veranstaltung war ursprünglich als eine Art, man könnte sagen, Begleitveranstaltung zu einem Forschungsprojekt von Martin Seel über Gesetz und Gewalt gedacht, entwickelte sich dann diese Vortragsreihe zu einem Forum, wie wir finden, für interdisziplinären Austausch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Clusters, mit bekannten Personen aus der Film- oder auch der Filmkritik. Und das ist was, was dem Exzellenzcluster besonders wichtig ist, zu einer Diskussion mit jedem Einzelnen, weswegen wir Sie auch diesmal wieder ausdrücklich bitten möchten, im Anschluss an den Vortrag und dann den Film von der Diskussion so energisch wie möglich Gebrauch zu machen. Wir haben die Entdeckung gemacht als Cluster, dass der Kinofilm gleichsam als Medium für die Erschließung neuer Perspektiven der verschiedenen Fachdisziplinen werden kann. Das heißt, es geht nicht nur um Filmwissenschaft und ästhetischen Blick, sondern auch Themen der Rechtswissenschaften, der Philosophie, der Kultur- und Sozialwissenschaften, um nur einige zu nennen, die auch in den letzten Reihen schon aus den Cluster-Disziplinen vertreten waren. Angela Keppler und Martin Seel gelingt es auf wie immer großartige Art und Weise, die Themen, mit denen sich unser Forschungsverbund beschäftigt, also weltweite Ordnungen, Wandlungsprozesse, Rechtfertigungen, Kritik daran und natürlich Fragen von Gerechtigkeit und Menschenrechte, auf sehr plastische Art und Weise anhand von den Filmen zu erörtern und damit einem großen Publikum hier in der Mitte der Stadt zugänglich zu machen. Inzwischen ist die Beschäftigung mit bewegten Bildern und ihrer Erzählstruktur ja nicht nur ein Forschungsthema des Clusters, sondern ein etabliertes Format, nicht nur diese Reihe, sondern noch eine Reihe im Filmmuseum. Es gab eine große Videokunstausstellung Sense of Doubt im vergangenen Herbst innerhalb der B3 Biennale des bewegten Films, an der sich sehr viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beteiligt haben. Und Sie können es draußen einsehen, die Beschäftigung mit dem bewegten Bild, insbesondere wenn Martin Seel und Angela Keppler es machen, findet sofort Eingang in die wissenschaftliche Publikationsreihe des Clusters. Das heißt, die zwei Bände, die Sie draußen sehen in der Campusreihe, sind kürzlich erschienen, Erzählungen und Gegenerzählungen, Terror im Krieg des 21. Jahrhunderts von Jochen Schuff und Martin Seel und Gesetz und Gewalt im Kino, zugleich Angela Keppler, Martin Seel und Friederike Popp. Das heißt, was Sie hier hören, findet auch Eingang in unsere Publikationen, was uns besonders freut. Heute geht es um das Thema verkehrte Welten, Unordnungen des Films und normative Ordnung, das Thema unseres Forschungsverbunds. Die sind nicht denkbar ohne das Gegenbild der Unordnung, der Verkehrung der Welt. Die Kunst ist voll von Beispielen verkehrter Welten, in denen sich die Unordnung der eigenen, der aktuellen Ordnung widerspiegelt. Und wir sind ganz gespannt und freuen uns wieder auf eine Reihe von 4 Vorträgen, Dreiklang von Film, Vortrag und Diskussion. In diesem Fall hoffentlich wieder neue Lernprozesse über geordnete Unordnungen und ungeordnete Ordnungen in Gang zu setzen. Für den Auftakt der Reihe freuen wir uns sehr, dass Heiner Goebbels, den ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen möchte, die Einladung von Martin Seel und Angela Keppler angenommen hat. Herr Professor Goebbels, herzlich willkommen. Martin Seel wird ihn gleich noch näher vorstellen, aber erlauben Sie mir ganz kurz zu sagen, dass er nicht nur zu den wichtigsten Exponenten der zeitgenössischen Musik- und Theaterszene gehört, sondern ein herausragender Wissenschaftler ist. Insofern danke, dass Sie gefolgt sind der Einladung. Und ganz herzlichen Dank auch an unseren Kooperationspartner, die Stadt Frankfurt, das Kulturamt, deren Leiterin Carolina Roman
leider heute verhungert ist, aber auch ganz herzliche Grüße entsendet. Und wir bedanken uns natürlich herzlich beim Museum für Moderne Kunst, dass wir mit der Reihe wieder zu Gast sein dürfen. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und euch beiden für diese wunderbare Reihe und übergebe jetzt an dich, lieber Martin. Vielen herzlichen Dank und einen spannenden Abend. Schönen guten Abend zusammen. Schönen Dank, liebe Rebecca. Bevor ich den Hauptdarsteller des heutigen Abends, von den Filmdarstellern abgesehen, Ihnen noch ein bisschen ausführlicher vorstelle, noch kurz drei Worte zu dem diesjährigen Programm im Museum für Moderne Kunst. Wir hatten ja in den beiden vergangenen Reihen unter den Titeln Gesetz und Gewalt im Kino und Verbrechen und Strafe im Kino immer einen bestimmten inhaltlichen Aspekt in den Vordergrund gestellt, den Filme auf ihre formal choreografische Weise ganz unterschiedlich behandeln. Und wir dachten, es wird Zeit, mal auch die Ordnungen des Filmemachens selbst in den Vordergrund zu rücken. Der Titel unseres Clusters hat ja ohnehin etwas Einschüchterndes, normative Ordnung, der Kurztitel, die Herausbildung normativer Ordnungen. Wie Frau Schmidt schon erwähnt hat, gehört dazu natürlich auch die Gegenseite, denn normative Ordnungen bilden sich nur selten heraus, ohne dass alte Ordnungen normativer oder anderer Art zerstört, erschüttert oder zerbrochen werden. Und was uns diesmal interessiert, ist, wie bestimmte exemplarische Filme, diejenigen, die unsere eingeladenen Gäste ausgesucht haben, mit den bis dahin zu ihrer Zeit etablierten Ordnungen des Kinos, insbesondere des Erzählkinos, brechen, sie unterwandern, sie in Frage stellen, sie erschüttern und dabei möglicherweise auch soziale und gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten in Frage stellen, torpedieren, unterwandern und dergleichen. Aber im Vordergrund soll diesmal die Ordnung des Filmemachens, des Kinofilmemachens mit Schwerpunkt auf Spielfilm ist auch schon so, denn man denkt, es ist eine einfache Kategorie, da wird eine Geschichte erzählt, die einen Anfang und ein Ende hat. Die Filme, die wir in diesem Semester sehen werden, also neben letztes Jahr in Marienbad, ist das Swimmingpool von François Ozon, Close-Up von Abbas Kiarostami und Death Proof von Quentin Tarantino, entsprechen alle nicht den normalen, in Anführungszeichen, Erwartungen, die man jedenfalls zu der Zeit, als diese Filme herausgekommen sind, an Spielfilme hatten. Das heißt, sie brechen mit bestimmten Konventionen, das wird besonders deutlich auch in dem Film von heute Abend des Kinos. Und wie das passiert und was das möglicherweise auch für das Kino seither in der Nachfolge und möglicherweise, was es auch für andere Künste bedeutet oder wie diese Verweigerung einer guten Ordnung innerhalb der Künste. Heiner Goebbels wird ja darüber sprechen, dass hier nicht nur der Film beteiligt ist, sondern auch die Literatur durch Alain Robbe-Grillet eine große Rolle spielt. Das wollen wir heute und in den folgenden Wochen erkunden. Achten Sie bitte darauf, wir folgen jetzt einem 14-tägigen Rhythmus. Nächste Woche wird Lorenz Engel über Swimmingpool sprechen, 14 Tage später Josef Früchtl über Close-Up. Dann gibt es eine längere Pause, auch der für solche Veranstaltungen drohenden Europameisterschaft im Fußball gewidmet. Der abschließende Vortrag von Verena Lücken, die ich ganz herzlich begrüße, wird an einem spielfreien, wird kurz vor dem Endspiel, aber an einem spielfreien Tag der Fußball-Europameisterschaft stattfinden. Jetzt komme ich aber endlich zu Heiner Goebbels auf dem schräg gelegten, sondern auf dem offiziellen Poster für diese Veranstaltungsreihe steht hinter dem Namen Heiner Goebbels, weiß nicht genau, Justus Liebig Universität Gießen. Das trifft zu, aber sagt nicht die ganze Wahrheit über seine Person. Er ist Professor an der Justus Liebig Universität Gießen. Er ist das aber, weil er der Künstler und der außerordentlich freie Künstler
ist, der er ist. Er ist, also hat eine Professur am Institut für angewandte Theaterwissenschaften an der Liebig-Universität und ist dort eben zuständig für künstlerische Praxis. Sie wissen ja wahrscheinlich, dass dieses Institut in Gießen ein ja nahezu weltweit berüchtigtes Institut ist, weil da seit Jahrzehnten viele der innovativsten jungen Theatermacher oder sonstige undefinierbare Kunstformenmacher hervorgegangen ist, was seit 1999, seit Heiner Goebbels dort tätig ist, eben auch das Verdienst, auch sein Verdienst ist. Aber was uns hier interessiert, ist nicht das akademische Spielbein, wenn man das überhaupt so nennen kann, von Heiner Goebbels, sondern sein künstlerisches Standbild. Wenn man es ganz kurz sagen will, könnte man sagen, Heiner Goebbels ist einer der Hauptprotagonisten, und zwar sowohl hierzulande als auch weltweit, dessen, was man postdramatisches Theater und in seinem Fall wohl mit so, das sind alles nur Behelfsworte für die Dinge, die solche Leute betreiben, postdramatisches Musiktheater nennen kann. Er ist ein Virtuose einer im weitesten Sinn theatralen und musikalischen Darbietungsform, die sich dem narrativen, der narrativen Eindeutigkeit verweigert. Viele seiner Produktionen verzichten ganz weitgehend und viele davon gänzlich auf so etwas wie ein narratives Geländer, an dem sich die Produzenten, die Darbieter, es gibt bei Heiner Goebbels auch Darbietungen ohne Darbieter und ohne darbietende Musiker. Also auf dieses narrative Geländer müssen sowohl die, verzichtet er als Produzent mit den Teams und mit den anderen Künstlern, mit denen er oft über Jahrzehnte zusammenarbeitet, also auf, und teilweise verzichtet er ganz auf ein solches narratives Geländer und auf so eine teleologische Ordnung, nicht? Das, die Sache muss ihren Anfang haben und dann irgendwie auf eine schlüssige Weise, auf ein schlüssiges und begreifliches oder einfach ausdeutbares Ende zulaufen. So funktionieren seine Produktionen nicht. Ganz kurz ein paar Stationen. Er ist seinerzeit, man scheut sich fast die Jahreszahl zu erwähnen, 1976 Mitbegründer des sogenannten linksradikalen Blasorchesters gewesen, wobei, wenn ich richtig informiert bin, das Tenorsaxophon damals sein Leitmedium gewesen ist. Ich überspringe die anderen Stationen und möchte in Erinnerung rufen einige seiner aufsehenderregenden Produktionen. Dazu gehören, das ist auch nur eine Auswahl, Eisler-Material von 1998, Max Black von 1998, was Philosophen besonders mögen, weil Max Black eben ein bedeutender Philosoph war, dessen Lehre aber, das können Sie schon aus dem erschließen, was ich Ihnen schon gesagt habe, da jetzt nicht unbedingt en Detail rezitiert wurde. Landschaft mit entfernten Verwandten ist eine Oper, die Heiner Goebbels geschaffen hat. Dann für uns, die wir es mit dem Bewegtbild zu tun haben, ist die Produktion, heute Mittag konnte ich es, die Produktion Erarit Yarit Yaka aus dem Jahr 2004. Besonders signifikant, weil hier gibt es eine lange filmische Sequenz, die auf eine irritierende Weise in und zwar sehr viel stärker, als wir das im konventionellen Regietheater kennen. Da gibt es Filme, die irgendwie so ornamentale oder sonstige Funktionen haben. Bei Heiner Goebbels in dieser Produktion ist das sehr viel raffinierter, wie das, die filmische Sequenz in das Bühnengeschehen eingebaut ist. Stifters Dinge ist die Produktion, die ganz ohne Darsteller und auch darstellende Musiker auskommen, wo man auch sieht, dass jetzt ist das Theater, ist das Installation, ist das beides, vermutlich beides. Das sind schon Produktionen, die nicht ohne weiteres mit den üblichen Begriffen klassifizierbar sind, also die Ordnungen sich der Ordnung der Künste nicht fügen. Er war dann 3 Jahre lang Leiter der Ruhrbiennale
und hat da zwei spektakuläre Produktionen hervorgebracht, einmal von John Cage, Europaras Part 1 and 2 im Jahr 2012 und das Musiktheaterstück von Louis Andriessen, einem niederländischen Künstler, De Materie, das mit spektakulären Bildern aufgewartet hat und auch in diesem Fall lebende Protagonisten einer unüblichen Art auf die Bühne gelassen hat, nämlich Schafe. Dieses Stück ist meines Wissens die letzte Produktion. Er hat ein Remake, wie man im Film sagen würde, eine Neuinszenierung, wie man in der Theaterwelt sagen würde, dieses Stücks jüngst im Ende März in New York sehr erfolgreich dargeboten. Mehr will ich über seine Werke gar nicht sagen. Ich habe aber doch mal auf die Homepage geschaut und gesehen, wo überall in der Welt, nicht, dass sie da ja vermutlich Hesse ist, dass sie nicht denken, dass der sei noch bei uns bekannt. In Mai und Juni, sagt der Kalender seiner Homepage, gibt es Aufführungen verschiedener Stücke in Lausanne, Helsinki, Rom, Glasgow, Warschau und Paris und im weiteren Verlauf des Jahres werden fast alle der übrigen Erdteile noch hinzukommen. Er hat viele Auszeichnungen bekommen, auch das mache ich nur kurz, nur die Dinge, die mir besonders ins Auge gefallen ist. Er ist auch, hat auch Hörspiele gemacht, lasse ich weg. Er hat mir gesagt, ich soll mich kurz fassen, ich bemühe mich. Den Hessischen Kulturpreis hat er schon im Jahr 1993 bekommen, dann die Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt am Main, was hier erwähnt sein sollte, dann den Binding-Kulturpreis. Und das möchte ich aber jetzt doch erwähnen, weil ich so ein bisschen leichtsinnig gesagt habe, er sei im Nebenberuf Hochschullehrer. Er hat 2011 den Preis Exzellenz in der Lehre des Landes Hessen und der Hertie-Stiftung bekommen, was zeigt, dass er seine Imaginationskraft mit großer Leidenschaft eben auch an die nächsten Generationen weiter vermitteln kann. Es gab noch zwei Grammy-Nominierungen, den internationalen Ibsen-Preis und vieles weitere mehr. Ich schließe mit einem Halbsatz, und das ist ein Zitat von Heiner Goebbels, anlässlich der Produktion von De Materie im Jahr 1914, hat also ein bisschen erläutert, was die Öffentlichkeit da zu erwarten habe und hat dieses Statement abgeschlossen, dass das eine Inszenierung, ein Stück und eine Inszenierung ist, die man nicht linear wahrnehmen müsse. Und das trifft, glaube ich, auch auf unseren heutigen Film vor, den er uns vorstellen wird, auf letztes Jahr in Marienbad. Man muss den nicht linear wahrnehmen, der besondere Witz, und das gilt eben auch für die Produktion unseres Gastes heute. Man kann sie gar nicht linear wahrnehmen. Und wie das ein bisschen funktioniert, wird Heiner Goebbels uns jetzt gerne erläutern. Herzlich willkommen, Heiner Goebbels. Vielen Dank, lieber Herr Seel, erstmal für die Einladung und für die viel zu freundliche Einführung hier. Ich habe in der Vergangenheit, wir haben ja dann, als ich noch in New York war, mussten wir schnell einen Titel finden. Ich würde den Titel gerne noch etwas ändern. Es gibt nämlich ein Buch, und der mir das vor vielen Jahren empfohlen hat, sitzt witzigerweise heute auch hier. Es gibt ein Buch mit den wunderbaren Gesprächen, die Hans Bunge mit dem Komponisten Hans Eisler geführt hat. Und es hat den Titel Fragen Sie mehr nach Brecht. Und diese Gespräche zwischen Bunge und Eisler wurden übrigens zur gleichen Zeit geführt, wie die Entstehungsgeschichte dieses Films ist. Also 59, 60. Und dieses Buch hat in den 70er Jahren mein Leben verändert. Vielleicht bis hin zu der Entscheidung, nach dem Studium der Soziologie noch Musik zu studieren und letztlich das zu werden, was ich jetzt irgendwie bin. Komponist, Theatermacher. Und übrigens auf ähnliche Weise bedeutsam für mich, 20 Jahre später,
Anfang der 90er war dann die Begegnung mit dem Werk und später auch mit der Person, immer wieder mit der Person, Anne Robb-Gries. Vielleicht finden wir nachher ein bisschen Zeit, nochmal darüber zu sprechen. Ich gebe Ihnen auch einige Beispiele meiner eigenen Arbeit mit seinen Texten. Aber deswegen würde ich gern den Beitrag eigentlich heute nennen. Fragen Sie mehr nach Anne Robb-Gries. Auch um die Autorschaft des Films etwas zu problematisieren. Sie haben das zu Recht, völlig zu Recht, Anne René zugeschrieben. So ist das auch festgelegt. Aber man kann dem ja noch ein bisschen nachgehen. Anne René hatte zum Zeitpunkt der Zusammenarbeit zwischen den beiden viele Kurzfilme gedreht für Nuit et Brouillard, also Nacht und Nebel, übrigens auch mit Hans Eisler zusammengearbeitet und hatte mit Hiroshima Mon Amour nach einem Drehbuch von Marguerite Duras gerade seinen ersten großen Spielfilm produziert, äußerst erfolgreich und preisgekrönt. Wie Sie sicher alle wissen, er gehörte damit zu den Initiatoren dessen, was man als Nouvelle Vague bezeichnet oder vielleicht zu dem Flügel, der sich experimenteller verstanden hat, den man Rive Gauche nennt und zurechnet mit Chris Marker, Anis Varda. Anne Robb-Gries, beide sind übrigens gleichaltrig, 1922 geboren, hatte bis dahin mehrere sehr kontroverse, aber auch gefeierte Romane veröffentlicht, hatte damit den Nouveau Roman stark gemacht, also praktisch eine neue literarische Gattung stark gemacht und spricht in der Einleitung zu dem auch als Ciné-Roman erschienenen Band L'année dernière à Marine Barthe, was ich Ihnen sehr empfehlen kann, spricht er davon, von einer vollkommenen Übereinstimmung mit René. Er bewunderte an René die strenge Komposition seiner Filme, die frei war, Zitat, von der übertriebenen Sorge zu gefallen. Ich erkannte darin meine eigenen Bemühungen um eine etwas zeremoniöse Gründlichkeit wieder, eine gewisse Langsamkeit und einen Sinn für das Theatralische, manchmal sogar jene Starrheit der Haltung, Sie werden es gleich sehen, jene Strenge der Gesten, der Worte und des Dekors, die gleichzeitig an eine Statue und eine Oper denken lassen. Geradezu paradox mutet in diesem Zusammenhang an, dass die beiden eigentlich nie in der Praxis zusammengearbeitet haben. Also Robb-Gries war zum Beispiel nie am Set. Aber auch von Brecht und Eisler, die ich jetzt schon erwähnte, ist überliefert, wie bei aller langjährigen Kooperation, die Unabhängigkeit des Arbeitens nie in Frage gestanden hat. Es gibt zum Beispiel einen Brief, in dem Brecht Eisler einen Text schickt zur Vertonung und dann, wenn es um die tatsächliche endgültige Form des Textes geht, also um mögliche Kürzungen, rhythmische Entscheidungen, dann fügt er hinzu, it's up to you. Und an dieses it's up to you war ich wieder erinnert, auch als ich jetzt über diesen Arbeitsprozess gelesen habe, allerdings aus der Perspektive von Robb-Gries, auch wenn der das etwas anders formuliert. Er schreibt, was ich schrieb, schien er, René, bereits im Kopf gehabt zu haben. Was er bei den Dreharbeiten hinzufügte, war immer noch das, was ich hätte erfunden haben können. Wir hatten sogar die Absicht, schreibt er später, unsere Namen gemeinsam unter das Ganze zu setzen, ohne dabei Drehbuch und Inszenierung voneinander zu trennen. Warum es dazu nicht gekommen ist und warum es wohl auch, zumindest meiner Kenntnis nach, nicht zu einer weiteren Zusammenarbeit gekommen ist, obwohl René anfangs die Absicht hatte, alle vier Drehbuchentwürfe, die Robb-Gries gemacht hatte, zu inszenieren und noch zwei seiner Romane zu verfilmen, dazu schweigt er. Was wir sicher sagen können, dass von der klassischen Arbeitsteilung zwischen einem Writer und Director, zwischen einem Autor und Regisseur, bei diesem Film nicht die Rede sein kann. Ich würde das versuchen, nachher vielleicht noch an einigen Beispielen zu erläutern. Was letztes Jahr in Marienbad, wie ich finde, so unwiderstehlich macht, ist charakteristisch überhaupt für die Konstruktion der frühen Romane Robb-Gries. Les Gommes, die Radiergummis, 1953, Le Voyeur, der Augenzeuge, 1955, La Jalousie, 1957. Und lassen Sie mich das vielleicht anhand dieses Romans, auch wegen der ähnlichen Motivik wie beim Film, etwas ausführen. Der deutsche Titel heißt übrigens La Jalousie oder die Eifersucht. Das Französische und auch der
Original des Titels. Die kennen nur ein Wort für beides, La Jalousie. Das Interessante an diesem Roman ist, dass immer nur vom Sonnenschutz die Rede ist, von in einem Landhaus, nie von der Eifersucht. A. Punkt, die Gattin des Erzählers, übrigens auch die Protagonistin des Films heute Abend, heißt auch A. A. Punkt, die Gattin des Erzählers, beabsichtigt mit Frank, einem Freund des Hauses, in die Stadt zu fahren, um Einkäufe zu machen. Sie hat nicht genau gesagt, welche. Wir wissen auch nicht, ob sie, wie angekündigt, spät abends in das Landhaus zurückkehren wird. Vielleicht kommt ja etwas dazwischen. Diese Unklarheit beunruhigt den Leser, auch wenn oder gerade weil der Erzähler, der Gatte, der Beobachter, der manische Beobachter, muss man schon sagen, kein Wort über sich und seine Gefühle verliert. An dem Punkt, an dem sich alle Vermutungen zu verdichten scheinen, ohne ausgesprochen zu werden, das ist Kapitel 6 und 7 des Romans, ist auf einmal alles leer. Nun ist das Haus leer. Im nächsten Abschnitt heißt es, unterdessen ist das Haus leer. Dann heißt es weiter, die Terrasse ist gleichfalls leer, der Hof ist leer, das ganze Haus ist leer. Wenn das Schlafzimmer leer ist, besteht gar kein Grund, die Jalousien nicht zu öffnen, zum Beispiel. Die Terrasse ist ebenfalls leer. Gerade die Leere der Räume zieht den Leser magisch an. Die Leere, die zuvor noch von A-Punkt, von ihren anmutigen Bewegungen, ihren zuvorkommenden Gesten, von Gesprächen und von geheimnisvollen Geräuschen angefüllt war, von all dem, was den manisch wahrnehmenden Blicken des Gatten ausgeliefert ist. Diese Leere bildet praktisch das Zentrum des Romans. Der Leser kann sie sich selbst möblieren, und da sie doppelt ist, weil auch von Emotionen nicht die Rede ist, ist das, was sich in dieser Leere nicht ereignet, gewaltiger und für die Imagination der Leser persönlicher als alles, was uns der Autor, Erzähler dort hätte hinschreiben können. Stattdessen macht sich der Beobachter Gedanken über die Anordnung und Struktur des Sonnenschutzes, 16 Holzbrettchen, die zugleich von einem seitlichen, senkrecht an dem äußeren Fensterpfosten angebrachten Stab bewegt werden und so weiter. Je mehr er abschweift, umso stärker beginnen wir, uns für das zu interessieren, worüber nicht gesprochen wird. Rob Grier umstellt sein Thema Eifersucht mit detaillierten Beschreibungen von Blicken, Geräuschen, Vermutungen, Blicke auf A. Punkt, die einen Brief liest, sich mit einer Bürste durch die Haare streicht, an der Wand eine Scutigera, ein Tausendfüßler. Und er lässt dabei das inhaltliche Zentrum aus. Man könnte sagen, er benutzt den Begriff selbst in seiner Autobiografie, der wiederkehrende Spiegel. Man könnte sagen, er umstellt das Thema mit sogenannten Operatoren. Wir werden dabei aber nicht mehr von einer verlässlichen Erzählinstanz geführt, wie man sie von Romanen bis dahin kannte. Man wird ohne die Autorität eines allwissenden, objektiven Erzählers einer sehr subjektiven Stimme überantwortet, der nicht zu trauen ist. Und das ist auch etwas, was Sie heute Abend erleben werden. Die Erzählinstanz, also das Organisationsprinzip selbst, ist dezentriert, sie zerstückelt, sie bricht ab, sie setzt neu an. Und all das geschieht im Modus der Diskontinuität, in einer Einanderreihung von Augenblicken mit Fragmenten, Verdoppelungen, Verwechslungen, Wiederholungen. Nicht selten hat man gerade in diesem Band La Jalousie den Eindruck, man habe einen bestimmten Abschnitt doch schon mal gelesen, genau so oder doch ein bisschen anders. Dazwischen gibt es immer wieder Lücken, die zu der Spannung im Text beitragen. Rob Grier hat Mitte der 80er Jahre einen Vortrag in Kiel gehalten und der mit dem Titel Warum und für wen ich schreibe nachzulesen ist und äußert sich da sehr bewundernd über das Gelingen von einem Roman von Marguerite Duras, L'Amant, der Liebhaber, und spricht davon von Fragmenten, Zitat, die ganz unvermittelt im Text auftauchen, sie scheinen nach einem Platz für sich zu suchen. Es bilden sich leere Stellen im Text, aber etwas im Text verlangt gleichsam ununterbrochen nach einer möglichen Kontinuität. Doch diese Kontinuität wehrt sich beständig dagegen, zu einem einzigen festen Bild zu gerinnen. So kommt es dazu, dass aus den in Bewegung geratenen Bruchstücken zwar ein Bild auftaucht, dass sich hierauf aber diese Teile erneut bewegen, bis ein anderes Bild entsteht. So
als müsste die Wahrheit des Sprechenden unentwegt neu geschaffen werden. Zitat Ende. Literatur ist für Rob Grier das Streben nach einer unmöglichen Repräsentation. Alle Realität, sagt er, ist unbeschreibbar und ich weiß instinktiv, das Bewusstsein ist strukturiert wie unsere Sprache. Nicht aber die Welt und nicht das Unbewusste. Mit Worten und Sätzen kann ich weder repräsentieren, was ich vor Augen habe, noch was sich in meinem Kopf verbirgt oder in meinem Geschlecht. Das ideologische Gesetz, das das allgemeine Bewusstsein und die organisierte Sprache regiert, wird mir dann keine Last, kein Prinzip des Misslingens mehr sein, denn ich werde es nunmehr auf den Zustand des Materials reduziert haben, mit dem er frei verfügen kann. Ich möchte Ihnen dieser Roman, den ich Anfang der 90er irgendwann aufgeschlagen habe, weil er mir empfohlen wurde, hat mich angeregt bei einer Komposition für das Ensemble Modern, von der einige Teile sogar schon in Fragmenten da waren, sondern diese Komposition nach dem Prinzip in dieses Romans und auch mit Textstellen zu strukturieren. Und ich spiele in ein paar Minuten vor aus La Jalousie, Geräusche aus einem Roman. Es geht noch eine ganze Weile so weiter mit den Schritten. Und nach der französischen Erstaufführung dieses Stückes, dem Ensemble Modern, im Théâtre Rond-Point am Champs-Élysées, kam ein älterer Herr auf mich zu mit einem Bart und rotem Schal und freundlichem Gesicht. Und ich fragte noch eine der Veranstalterinnen, wer ist denn das? Und dann sagte sie, das ist Alain Rob Grier. Und ich erbleichte, weil ich hatte mich überhaupt nicht um die Rechte gekümmert. Und weder darum, ob ich dieses Stück so nennen darf, noch um die Texte zitieren darf. Und dann umarmte er mich aber und fand das ganz schön und hat darüber auch später immer wieder gesprochen. Und das war der Beginn einer sehr langen und sehr freundschaftlichen Beziehung. Lassen Sie mich noch einen kleinen anderen Abschnitt aus La Jalousie lesen, der uns vielleicht auf die medialen Verschiebungen vorbereiten kann, die Rob Griers Drehbuch zum Film des Abends kennzeichnen. Es gibt da bei dem Moment, über den ich sprach, möglicherweise ist Franck mit A. Bereits in der Stadt und der Beobachter macht sich Gedanken über die Rückkehr. Und da gibt es in seiner Imagination, die aber als solche nicht gekennzeichnet ist, gibt es sozusagen eine sehr dramatische Zuspitzung eines möglichen Unfalls dieser Fahrt. Mit einem auch sexuell sehr aufgeladenen Vokabular, ich zitiere. In seiner Hast, zum Ziel zu gelangen, beschleunigt Frank die Fahrt noch mehr. Die Stöße werden heftiger, er fährt trotzdem immer schneller. Er hat in der finsteren Nacht das Loch übersehen, das die halbe Fahrbahn aufreißt. Der Wagen macht einen Satz und gerät ins Schleudern. Auf dieser schadhaften Straße kann der Fahrer nicht rechtzeitig gegensteuern. Die blaue Limousine fährt am Straßenrand gegen einen Baum mit hartem Laub, das trotz der Wucht des Aufpralls kaum erbebt. Jetzt wird's interessant. Sofort lodern Flammen hervor, die den ganzen Busch erstrahlen lassen, während das knisternde Feuer sich weiter ausbreitet. Es ist das Geräusch, das der Tausendfüßler macht, der wiederum regungslos mitten auf der Wand verharrt. Bei näherem Hinsehen gleicht dies Geräusch ebenso sehr dem Atmen, wie dem Knistern. Nun ist es die Bürste, die an dem aufgelösten Haar hinabstreicht. Am unteren Ende ihres Weges angelangt, folgt sie sehr schnell wieder der aufsteigenden Bahn des Zyklus, indem sie in der Luft einen Bogen beschreibt, der sie wieder zu ihrem Ausgangspunkt auf dem glatten Haupthaar zurückführt, wo sie von Neuem hinabzugleiten beginnt. Ich hoffe, Sie konnten mir folgen. Wir leben hier also zum einen einen sehr dramatischen Vorgang, der zunächst zu einem Bild wird und dann zu einem Geräusch, das sich aber unter unserem Lesen kaum merklich verändert. Mehrmals, bis wir wieder beim Haar der Gattin sind, von dem schon auf Seite 2 des Romans bewundert die Rede war. Ein raffiniertes Gleiten, ein Glissement, wie auch der Titel eines späteren Films von Rob Grier, ein Glissement oder auch ein Entgleisen, das es uns nicht leichter macht, aus diesen Puzzleteilen in La Jalousie zu einem einheitlichen Bild zu kommen.
Der Blick des Lesers, heißt es in einer Arbeit von Martin Lindwedel, wird in einer Art Verführungsstrategie einer Trompe-l'œil-Struktur ausgeliefert, die die vermeintlich direkten Wahrnehmungen immer wieder als Wahrnehmungen zweiter Ordnung zu erkennen gibt und damit den Wahrnehmungsprozess selbst reflektiert. Was Lindwedel in dieser Studie über Rob Grees intermediale Ästhetik des Bildes, was sehr interessant ist, was er allerdings spielt er nur die Doppelbegabung zwischen Autor und Filmemacher, also zwischen Text und Bild an. Er hat nicht gleichermaßen den Übergang ins Akustische im Blick. Der kommt auch in der Rezeption von Rob Grier kaum vor, zu seinem eigenen Bedauern, aber wie wir gleich sehen werden, ist etwas, was ihn auszeichnet. Es ist also sozusagen nicht nur sozusagen die Literatur, die hier dem Film begegnet, sondern bereits in der eigenen Literatur, die voller Blicke ist und voller Geräusche, voller Beschreibungen, sozusagen in diesem Gleiten zwischen den Medien. Kommen wir endlich zum Film. Was ich zu Beginn angedeutet habe, formuliert Rob Grier über die Arbeit offensiv als Statement gegen eine, damals muss man sagen, es hat sich ja vieles geändert auch, nicht immer in die gute Richtung, gegen eine in der Filmindustrie verbreitete Trennung von Drehbuch und Bild. Das heißt, gegen eine Trennung der Fabel vom Stil oder kurz des Inhalts von der Form. Er fühlt sich allein der Form verpflichtet, weil es die Struktur unserer Wahrnehmung ist, die letztlich über das Gelingen unserer Erfahrungen entscheidet. Er kann sich eben durchaus, Zitat, eine Szene vorstellen, bei der Worte und Gesten besonders wenig Bedeutung haben und in der Erinnerung des Zuschauers völlig zugunsten der Bewegung und der Formen des Bildes verschwinden, die als einzige Wichtigkeit besäßen und allein einen Sinn hätten. Und alle, die den Film schon gesehen haben, ich vermute, es ist eine ganze Menge hier, die erkennen darin den direkten Anfang. Sein Cine-Roman beginnt mit der detaillierten Beschreibung der Qualitäten, also erstmal sozusagen seine Drehbuch-Regieanweisung, beginnt mit den Qualitäten, die er sich von der Vorspannmusik erwartet, als eine romantische, leidenschaftlich bewegte Musik, wie man sie am Schluss von Filmen hört. Und er fährt dann fort mit exakt definierten Bildern, Einstellungen, Kamerabewegungen, bis es dann schließlich heißt, die Kamera geht auch über dieses letzte Bild hinweg, ohne innezuhalten, und setzt ihre Bewegung über die Wand hin weiter fort. Gleichlaufend mit der Veränderung des Bildes während des Vorspanns hat sich die Musik allmählich in eine ruhige, ziemlich kräftige, warme, jedoch gleichzeitig neutrale Männerstimme verwandelt. Eine schöne, geschulte, rhythmische Stimme, aus der keine besondere Gefühlsbewegung klingt. Diese Stimme spricht ohne Unterbrechungen, aber obwohl die Musik völlig aufgehört hat, versteht man die Worte noch nicht. Oder man versteht sie auf alle Fälle nur sehr schlecht. Und zwar infolge eines starken Widerhallens oder eines ähnlichen Effekts. Zwei gleiche Tonbänder laufen nicht synchron ab und nähern sich einander zunehmend, bis sie zu einer normalen Stimme zusammenfallen. Gerade das macht, sagt er selbstbewusst, und deswegen sind wir ja auch hier im MMK, gerade das macht, dass der Film Kunst ist. Er schafft mit Formen eine Wirklichkeit. René hat sich an diesen Trick mit den beiden Tonbändern nicht gehalten, und vieles, an das meiste, was in diesem Cine-Roman bereits vorher geschrieben war, hat er sich gehalten. Und das ist überhaupt ein Buch, in dem sozusagen die Dialoge, also das, was sozusagen die klassische Literaturvorlage dann vielleicht für ein Drehbuch ausmacht, nur 10% sind. Der Rest sind tatsächlich Blicke, Bewegungen, Kamerabewegungen, Einstellungen und musikalische Hinweise und Geräuschhinweise. Also auch hier, das heißt, der Film beginnt programmatisch eigentlich mit einer Umkehrung der Kräfteverhältnisse und Abhängigkeiten von Text und Bild. Sprache ist nur Klang, Rhythmus. Und auf diese Weise will er uns quasi von Anfang an befreien von den Fesseln einer linearen Narration, vorbereiten darauf, auf die ständige Sinnsuche zu verzichten und auch dazu überreden, bereit zu sein, unsere hierarchisch organisierte Wahrnehmungsmodi auf den Kopf stellen zu lassen. Viel später noch ein Beispiel aus demselben Drehbuch, das uns auch Einblick in die Präzision seiner Vorgaben gibt. Andere Stelle. Die Musik ist zu Ende gegangen, als ob eine der Lücken der Partitur sich unendlich ausdehnte. Der Anfang dieser Einstellung ist daher vollkommen stumm.
Man hört ein Klopfen an der Tür, erst sehr diskret, dann etwas kräftiger. Als das Klopfen ertönt, dreht sich A. recht rasch um, bleibt aber stumm. Wie auf der Lauer stehend, dann geht sie geräuschlos über den Teppich zu dem Frisiertischchen. Während sie sich dort niederlässt, klopft es abermals. Ohne eine Antwort zu geben, ergreift sie ihre Haarbürste, wieder die Haarbürste, und beginnt ihr Haar zu lösen. Beim Geräusch der sich öffnenden Tür hebt sie den Blick seitwärts zu dem Spiegel, der sich über der Kommode befindet. Sogleich wechselt die Einstellung und zeigt die andere Seite des Zimmers. M. steht noch an der Tür, die er schon hinter sich geschlossen hat. Und diesen Dialog zwischen A. und M., ihrem Mann, der sich anschließend entwickelt, der hat mich in Mitte der 90er Jahre zu einem anderen Musiktheaterstück inspiriert. Ein Stück mit dem Titel Die Wiederholung nach Motiven von Kierkegaard, Rob Grieg und dem leider gerade verstorbenen Prince. Das sind verschiedene, von Kierkegaard war es vor allen Dingen der gleichnamige Essay, die Wiederholung, aber auch Teile aus Tagebuch eines Verführers. Von Rob Grieg waren es Dialoge von verschiedenen Romanen, auch Gin und Projekt für eine Revolution in New York, spätere Romane. Und von Prince waren es viele Samples und vor allen Dingen der Song Joy in Repetition, in dem Prince in 3 Minuten abhandelt, was Kierkegaard auf 20 Seiten tut. Hören Sie vielleicht noch eine der vielen Szenen aus diesem Musiktheaterstück, von 1995 hier im TRT zu sehen. Und allein dieser Dialog, den Sie jetzt hören, taucht in dem Stück in wechselnden Konstellationen in 3 verschiedenen Sprachen auf. Hier sitzt die kanadische Pianistin Marie Goyette praktisch als A. am Flügel und spielt nach ein paar Akkorden von Prince ein Intermezzo von Brahms. Der flämische Schauspieler Johann Leisen kommt herein und der amerikanische Gitarrist John King pausiert. Den Dialog werden Sie demnächst wieder sehen heute Abend. Ich werde aber den Inhalt des Films nicht wiedergeben, wenn er überhaupt wiederzugeben ist. Und er braucht auch eigentlich keine Einführung. Es ist mit allen seinen Rätseln ein Kunstwerk, dem wir uns möglichst unverstellt gegenübersehen können und immer wieder anschauen. Jedenfalls ging es mir so. Selbst die Inhaltsangabe, die Rob Grieg anbietet in seiner Einleitung, der ganze Film ist die Geschichte einer Überredung, trifft zum Beispiel meine Auffassung von dem, was ich sehe und höre und was sich in meinem Kopf abspielt, überhaupt nicht. Wie der Film zu verstehen ist, bleibt nur unserer Imagination überlassen, deswegen selbst die ernstzunehmenden Versuche seiner Struktur auf die Spur zu kommen, meines Erachtens zu kurz greifen. Da ist vom Vergleich mit einem Irrgarten die Rede oder von einem Labyrinth, in dem man sich verliert, oder ein Film darüber, wie der Autor die Kontrolle über den Film verliert, sozusagen quasi als Machtkampf zwischen Regie und Autor. Andere vermuten, dass der unsichtbare Dritte von Hitchcock eine ganz wichtige Inspirationsquelle war. Denn man übrigens Hitchcock kann man übrigens in der 10. Minute als einmontiertes Foto einmal kurz über der Szene schweben sehen. Oder dass es sich bei Shining von Kubrick um ein heimliches Remake handelt. Man kann im Aufbau der Szenen und in der jeweiligen Filmmusik auch eine große Symmetrie nachweisen. Aber am besten gefällt mir eigentlich noch die These, dass der Film, das Kompositor, das passt auch zu unserem Thema oder zu Ihrem Thema der Unordnung, am besten gefällt mir noch die These, dass der Film das kompositorische Verhältnis von Bild und Musik dadurch auf den Kopf stellt, dass sich im Wesentlichen, wenn man von der Eingangs- und der Schlussmusik mal absieht, doch um eine sehr erzählerische, narrative Form von Musik handelt. Übrigens komponiert von Francis Seric, ich glaube der Bruder der Hauptdarstellerin und Schüler von Messiaen, während die Architektur der Szenen tatsächlich eher einer musikalischen Sprache und Motivik verpflichtet ist. Das heißt, mit ihren Variationen, Symmetrien, thematisch-motivischen Veränderungen. Das würde sozusagen
nochmal einen ganz anderen und unordentlichen Blick auf die Machart dieses Films werfen. Anyway, ich überlasse das letzte Wort dem Alain Rob Grier, der sagt, damit sind zwei Einstellungen dem Film gegenüber möglich. Entweder versucht der Beschauer, irgendein kartesianisches Schema wiederherzustellen, das so linear und so rational wie möglich ist. Und ein solcher Zuschauer wird den Film wahrscheinlich als schwierig, wenn nicht sogar als unverständlich bezeichnen. Oder aber er lässt sich von den ungewöhnlichen Bildern, die er vor Augen hat, durch die Stimme der Schauspieler, durch die Geräusche, die Musik, durch den Rhythmus der Montage, durch die Leidenschaft der Hauptgestalten tragen. Einem solchen Zuschauer wird der Film als der leichtest verständliche erscheinen, den er je gesehen hat. Ein Film, der sich nur an seine Sensibilität, an seine Fähigkeit zu betrachten, zu hören, zu fühlen und sich bewegen zu lassen, wendet. Vielen Dank.